Die Dankbarkeitsbotschafterin. Der Montagsimpuls. Mit Sabine Langenbach. Hallo, schön, dass du eingeschaltet hast. Was ist dein Mindset? Was treibt dich an? Was sind die Gedanken, die du über dich hast? Darum ging es beim letzten Montagsimpuls. Ein paar Tage später schickt mir meine Freundin ein Zitat per WhatsApp: Achte auf deine Gedanken und Gefühle, sie beeinflussen dein ganzes Leben. Prima, habe ich gedacht, eine gute Ergänzung zu dem, was ich über das Mindset erzählt habe, und wollte das Ganze schon beiseite legen. Aber dann wurde mir klar, hey, es geht vielleicht nicht nur darum, was ich über mich denke, nämlich hoffentlich gute Gedanken, sondern es geht auch darum, was ich über andere Menschen denke. Und sofort hatte ich den Zusammenhang zu einem Interview, was ich vor 3 Wochen mit dem Musiker-Ehepaar Judy Bailey und Patrick DePoole geführt habe über das Thema Rassismus. Judy stammt aus Barbados, ist schwarz, Patrick ist in Deutschland geboren und ist weiß. Die beiden kennen Rassismus mitten im Alltag. Und sie haben mir erzählt, dass manchmal Menschen vor ihnen stehen und sagen, ich bin doch kein Rassist. Aber wenn man dann mal genauer hinschaut, welche Haltung sie haben gegenüber Menschen mit einer anderen Hautfarbe oder mit welchen Redewendungen sie arbeiten, dann sieht es manchmal ganz anders aus. Stichwort Negerkuss. Bis vor 3 Wochen, muss ich sagen, war das für mich kein schlimmer Begriff, weil ich damit diesen leckeren Schaumding, das man zwischen 2 Brötchenhälften essen kann, verbunden habe. Aber Judy und Patrick haben mir erzählt, dass ihre 3 Teenager-Söhne in der Schule oft als Neger bezeichnet werden. Und wenn dann einer noch sagt, komm, gib mal einen Negerkuss, dann merkt man, das passt nicht, das geht nicht, das ist verletzend, erniedrigend. Ich bin Judy und Patrick sehr, sehr dankbar, dass sie mich sensibilisiert haben für dieses Thema. Und ich habe auch mal nachgelesen, es ist oft so, dass Rassismus sich heimlich still und leise einschleicht und dass es viel mit der Prägung zu tun hat und mit den Menschen, mit denen ich mich umgebe. Aber das Gute ist, ich kann was an dieser Einstellung tun. Passt zu dem Zitat, achte auf deine Gedanken und Gefühle, sie beeinflussen dein ganzes Leben. Übrigens kein Zitat von einem Motivationstrainer, würde ja zum Thema Mindset noch passen, nein. Der Satz ist 2800 Jahre rund alt und steht in der Bibel. Und in der Bibel steht auch, dass jeder Mensch, Achtung, ein Ebenbild Gottes ist. Und dass jeder Mensch geliebt wird von Gott. Herkunft, Hautfarbe, Fähigkeiten spielen bei Gott überhaupt keine Rolle. Er liebt jeden gleich. Für mich ist das ein Grund mehr, mich selbst noch mal kritisch unter die Lupe zu nehmen und zu gucken, wo stelle ich mich höher über andere, als ich eigentlich bin. Und das hat noch nicht mal was mit Hautfarbe zu tun. Ich wünsche dir den Mut, dich auch mal kritisch in dieser Hinsicht zu betrachten. Und die gute Nachricht ist, man muss nicht so bleiben, wie man ist. Man kann sich verändern. Achte auf deine Gedanken und Gefühle, sie beeinflussen dein ganzes Leben. Ich wünsche dir eine gute Woche. Die Dankbarkeitsbotschafterin. Der Montagsimpuls. Mit Sabine Langenbach.